Hallo zusammen, Thorsten hier von Guardside. Heute machen wir das schnelle Ding. Es gibt das perfekte Steak. Ich habe ein Steak nicht zu dünn geschnitten, 2 bis 3 cm, aus dem flachen Rostbeef. Das sitzt hier unten. Auf dem Fleisch ist eine Sehne und auf der Sehne ist ein bisschen Fett. Viele mögen dieses Fett ganz gern. Das Problem ist aber, wie gesagt, die Sehne darunter. Ihr könnt es dran lassen, dann zieht sich das Fleisch aber so ein bisschen zusammen. Also entweder einschneiden diese Sehne, damit es sich ein bisschen entspannen kann, oder ich trenne es einfach ab. Hier müsst ihr diese Sehne nochmal runterschneiden, also einfach mit dem Messer in die eine Richtung gehen. Leicht nach oben halten, leicht schräg, dann kann man die ganz gut wegnehmen. Jetzt ist wichtig, auch wenn viele sagen, man darf es nicht vorher salzen, ich salze das Steak vorher. Durch das Salzen zieht erst ein bisschen Feuchtigkeit aus, das stimmt. Man sieht dann so ein bisschen eine feuchte Oberfläche. Dann zieht aber dieses gesalzene Wasser, dieses gesalzene Fleischwasser sozusagen in das Steak ein und würzt das Steak von innen. Das Steak packe ich jetzt in den Ofen bei 80 Grad, 40 Minuten bis zu einer Kerntemperatur von 53 Grad. Der Ofen hat jetzt die Arbeit für mich gemacht, ich hatte frei und jetzt geht's weiter. Das Fleisch ist jetzt perfekt medium, jetzt kommt es nochmal in die heiße Pfanne. Die Pfanne habe ich jetzt richtig aufgeheizt und jetzt nehme ich so ein bisschen von dem Fett, was ich aufgehoben habe und lasse das hier so ein bisschen drin. So. Und dann das Steak rein. Wichtig ist, dass die Pfanne möglichst heiß ist und das Fleisch möglichst kurz drin bleibt, damit es nicht weiter gart. Jetzt kann ich mit der Hitze auch ein bisschen zurückgehen. Wenn euch der Qualm stört, dann geht einfach raus in den Garten. So, jetzt fange ich schon an zu wenden. Wenn ihr zum Schluss eine kleine Soße aus dem Bratenansatz zaubern wollt, geht das eigentlich recht schnell. Ich habe ein bisschen Fond da. Sobald das Fleisch ringsum schön angebraten ist, nehme ich die Pfanne von der hohen Hitze, gebe ein bisschen Fond dazu, binde das bisschen mit Butter und dann kann man das Fleisch dann nochmal in dieser Soße so ein bisschen glasieren. Und das ist für mich das perfekte Steak. Abonniert unseren YouTube-Channel, der ist kostenlos, oder guckt auf Instagram und Facebook. Ich bin Thorsten von Guardside und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.